Ich schau mal, mein Name ist Florian Weiner und ich bin auf Twitter aktiv, gelegentlich als Ed Weiner. Früher mehr, heute weniger. Und ich bin verkappter Modernist. In den nächsten 50 Minuten möchte ich euch über Principles of Design, also Designprinzipien in Softwaresystemen erzählen. Ich arbeite bei der Tarent Solutions GmbH. Wir haben einen Stand irgendwie vorne. Einige von euch waren schon da. Fangen wir mit dem Designprinzipien an. Die Frage ist, was sind Designprinzipien und was hat das mit Software zu tun? Wenn man nach Designprinzipien sucht bei Google, ist das erste, was man findet, das Solid. Das kommt von Robert C. Martin, Uncle Bob, aus seinem Buch Clean Code. Das steht für Single Responsibility. Eine Klasse hat bloß einen Grund, seinen Zustand zu ändern. Open and closed, be open to extension, but closed to modification. Das Liskovsche Substitutionsprinzip, eine ableitende Klasse kann für eine Elternklasse eingesetzt werden. Interface Segregation, so Interfaces sollten wirklich bloß das beschreiben, was sie tun. Also wenn es ein Worker-Interface gibt, dann ist die Methode Take a Break für Roboter wenig hilfreich, zum Beispiel. Und die Dependency Inversion, das heißt, die Kollaboratoren werden Klassen zugewiesen. Das ist alles richtig und kommt auch gerne in Vorstellungsgesprächen vor, zumindest bei uns, ist aber ein bisschen kurz gesprungen, finde ich. Ja. Die Frage ist, gibt es mehr? Und das beschäftigt mich schon seit einiger Zeit. Vielleicht kann man einen Schritt zurückgehen und schauen, ob wir nicht in Design vom klassischen Design was sehen können. Das kommt daher, ich habe in den letzten Jahren war ich häufiger in London und in New York und in beiden gibt es fantastische Museen. In London das Neue Designmuseum, in New York das Cooper Hewitt. Beide Museen arbeiten daran oder investieren viel Zeit und Aufwand da rein, den Menschen Design nahezubringen, insbesondere Industriedesign. Und es treibt mich seit einiger Zeit um, diese Prinzipien, die da stecken, auch in Software zu sehen. Ich bin dann über dieses fantastische Buch gestolpert, Universal Principles of Design, von Lewitt. Und wie das so ist mit dem menschlichen Hirn, ja, wir erkennen gerne Muster und ich habe einige davon in Softwarearchitekturen durchaus wiedererkannt. Vielleicht ist es Unsinn, was ich jetzt erzähle, vielleicht glaube aber nicht und vielleicht geht es euch ja ähnlich und ihr könnt hier was mitnehmen. Mit dem ersten Designprinzip, von dem ich hier sprechen möchte, ist das Survivorship Bias, ja, Bias, was uns oft begegnet ist, auch als Selection Bias bekannt. Es gibt ein Bild, was vielleicht einige von euch kennen, oder tja, es gibt kein Bild. When failures become invisible, the difference between failure and success may also become invisible. Das heißt, wenn das Scheitern nicht mehr sichtbar ist, ist der Unterschied zwischen Scheitern und Erfolg unter Umständen auch nicht mehr sichtbar. Das Ganze geht zurück auf dieses Bild oder ein so ähnliches, das ist ein nachgemachtes. Im Zweiten Weltkrieg hat ein Bomberpilot eine 50%ige Überlebenschance. Es entspricht einem Münzwurf. Ja? Also wenn man irgendwie eine Stadt bombardiert und dann zurückfliegt und am nächsten Tag wieder irgendwie eine Münze wirft, ob man überlebt oder nicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Jeder Flug, also du hattest die 50%ige Überlebenschance von einem Flug gesund oder zumindest lebend zurückzukehren. Ja? Genau. Das hat die US Navy sich auch gedacht und überlegt, was kann sie tun, um ihre Flugzeuge schussfest zu machen oder die Überlebensfähigkeit zu erhöhen. Ja? Sie haben sich also, eine Studie begonnen, um zu gucken, wie sie die Panzerung in Flugzeugen verstärken können, um die Überlebenschance ihrer Piloten zu erhöhen. Ja. Das ist jetzt so, dass Panzerung natürlich wiegt und Bomber haben halt ein Ziel, nämlich Bomben zu transportieren. Das heißt, je mehr Panzerung, desto weniger Ladung. Also haben sich überlegt, was können wir machen, unsere Flugzeuge zumindest ein wenig besser ein wenig mehr Überlebenschance zu verschaffen.
Die sind also losgezogen und haben die Flugzeuge, die zurückgekommen sind, untersucht und geschaut, wo diese am häufigsten getroffen wurden und sich überlegt, na gut, dann werden wir da an dieser Stelle die Panzerung anbringen, um das Überleben zu ermöglichen oder die Rückkehr zu ermöglichen. Aber der Mathematiker ungarisch-jüdischer Abstammung, Abe Wald, hat angemerkt, naja, dass es vielleicht keine gute Idee ist, sich bloß die Flieger anzugucken, die zurückgekommen sind, weil immerhin sind die halt zurückgekommen. So, vielleicht irgendwie angeschossen und kaputt, aber sie sind halt wieder da. Und die Navy hat dem zugestimmt und dann die Flieger an den Stellen verstärkt, wo die zurückkehrenden Flugzeuge nicht beschädigt waren. Abe Wald, genau umgedreht, Abe Wald ist wieder so eine super interessante Biografie, viel zu jung gestorben, mit 50 irgendwie im Flugzeug abgestürzt, ironischerweise. Ja, aber es gibt manche Leute haben ein Leben, das reicht für zwei. Er ist einer davon. The survivorship bias is thus result of non-random sampling of evidence, distorting analysis and conclusions thereof. Das heißt, sobald man anfängt, seine Schlüsse an nicht zufällig gesampelten Messpunkten anzulegen, wird die Schlussfolgerung gestört. So, es gibt das fantastische Buch von Taleb, The Black Swan, das heißt auf Deutsch der schwarze Schwan. Der bringt das Beispiel, der Traum vieler Leute ist, ein Restaurant zu gründen, weil sie gerne essen gehen und sehen, gerade, also er bringt die New Yorker Restaurantszene, das ist da vielleicht nochmal ein bisschen anders als hier, ja, dass Leute gerne Restaurants gründen wollen, weil sie feststellen, da ist immer was los, sind immer voll, die Leute freuen sich, denen geht es gut. Sie haben Leute, diese Receptionists, die dich platzieren, und das ist ja, scheint ein wunderbarer Berufswunsch zu sein. Aber der Friedhof der gescheiterten Restaurants ist sehr leise. Niemand singt von denen. Auf Software beziehen könnte man sagen, dass der Friedhof der gescheiterten Open-Source-Projekte heißt SourceForge. Wenn man da mal guckt, findet man einige zurückgelassenen, halbfertige Open-Source-Projekte. Was kann man machen, um dem Survivorship-Bias zu begegnen? Der erste Schritt ist zu wissen, dass es gibt. Ja. Wenn man also eine kleine Kundenmenge für sein Produkt hat oder für seine Software, ich rede von Nutzern, aber man sollte Nutzer als Kunden betrachten, dann ist es vielleicht eine gute Idee, alle zu fragen. Ja. Also ein Beispiel, was ich in dem Zusammenhang gerne bringe, ist, wenn ich Software für Kernkraftwerke schreibe, dann kann ich durchaus alle Kernkraftwerke frei fragen, ob sie Bedarf dafür haben, bevor sie endlich abgeschaltet werden. Wenn das nicht der Fall ist, ist es eine gute Idee, möglichst zufällig die Befragung durchzuführen, wenn die Population zu groß dafür ist. Die Idee ist, dass man sich seine Population, also die gesamtmöglichen Kunden oder Benutzer anguckt und die Sample Methods sich genau überlegt, ob das eine gute Idee ist, damit statistische Analyse dran zu gehen. Entschuldigung. Also, man sollte sich die Ergebnisse, die man aus der statistischen Analyse zieht, genau angucken und sowohl Sample-Methode als auch die Analysenmethoden genau betrachten. Weil, und auch das ist wieder ein tolles Buch, das man lesen kann, eine dumme Entscheidung, die funktioniert, mit Glück erscheint bloß im Rückblick als eine brillante Entscheidung. Die meisten dummen Entscheidungen führen zu Verderben.
Das nächste wäre die 80-20-Regel, die einige von euch vielleicht als das Pareto-Prinzip kennen. Das Pareto-Prinzip wurde eingeführt von Vilfredo Pareto, oder nicht eingeführt, Entschuldigung, wurde zum ersten Mal festgestellt von Vilfredo Pareto. Das war ein Ökonom Anfang des letzten Jahrhunderts. Und zwar mit einem Namen wie Donahall in der Disziplin. His legacy as an economist was profound, partly because of him. The field of economics evolved from a branch of moral philosophy as practiced by Adam Smith into a data-intensive field of scientific research and mathematical equations, sagen Mandelbrot und Rüsten. Man könnte auch sagen, böse sagen, Pareto ist der Grund, warum warum Wirtschaftswissenschaftler denken, sie würden eine Wissenschaft betreiben und keine Sozialwissenschaft. Und die Frage, die Pareto sich gestellt hat, ist, wieso haben 20% der italienischen Bürger oder der italienischen Bevölkerung 80% des Reichtums? Und er kam zu dem Schluss, dass sie die entscheidenden 20% identifiziert haben und ihre Ressourcen auf diese 20% angewendet haben. Ja. Wenn man Ressourcen auf Sachen jenseits dieser 20% anwendet, gibt es diminishing returns, also kommt das Return on Investment, wie es im Business-Jargon heißt, eher, also nimmt es einfach ab. So, 80% eines Produktes werden von 80% der Benutzung eines Produktes werden von 20% ihrer Features getrieben. Wer von euch hat irgendwie alle Features seiner Textverarbeitung benutzt? 80% der Bugs eines Produktes kommen aus 20% seiner Komponenten. Und meine zwei Lieblingsbeispiele für das Pareto-Prinzip im Produktdesign will ich euch jetzt zeigen. Das ist zum einen der Walkman als Sony 1979 war das, glaube ich, den Walkman präsentiert hat, hat niemand gedacht, dass das Ding fliegen würde. Das konnte nichts, was man von einem mobilen Abspielgerät erwartet hat. Es konnte nicht aufnehmen, die Audioqualität war viel zu schlecht, dass man da irgendwie als Audiophiler sich trauen würde, damit Musik zu hören. Das ging ja nicht und die ganze Audioindustrie hat dem Produkt quasi keine langen Überlebenschancen zugetraut. Es hat dazu geführt, also ich glaube, der Brand Walkman wurde bis vor kurzem von Sony geritten und ist ein Wunderwerk der Produktpräsentation oder des Produktdesigns. Sowas Ähnliches ist Apple nochmal gelungen, 20 Jahre später mit dem iPod. Die haben nämlich festgestellt, dass wenn man das Verwalten der Musik, seine Musiksammlung trennt von dem Abspielen und sagt, ich muss meine MP3-Sammlung nicht auf meinem MP3-Player verwalten, sondern kann sie auf dem Computer verwalten und dann synchronisieren auf dem iPod, dann kann ich das User Interface und das gesamte Design des Produkt, des Abspielgerätes so vereinfachen, dass es für Mom and Pop, wie es im Amerikanischen heißt, benutzbar geworden ist. Und ich glaube, wir wissen alle, dass der gesamte Mobilmarkt von Apple damit startend umgekrempelt wurde. In Software-Systemen, denke ich, sieht man dieses 80-20-Regel ganz besonders gut bei Ruby on Rails. Der Autor Daniel Heimeyer Hansen ist bekennender Advokat dieser Herangehensweise und hat tatsächlich mit dem Gründen oder mit dem Freigeben von Rails dafür gesorgt, dass der Weg oder die Art, wie wir Software entwickeln oder zumindest Webanwendungen maßgeblich verändert wurde. Und zumindest zeitweise liefen ein Haufen der bekannten, jetzt bekannten, jetzt großen Sites auf Rails, Twitter, Airbnb, Shopify, Soundcloud, Goodreads, Wunderlist und einige mehr. Die meisten, oder zumindest die meisten von denen, die ich da aufgeschrieben habe, gibt es auch noch und irgendwie auch noch in der ursprünglichen Form. Aber, also, wenn man sich darüber bewusst wird, kann man das machen. Also, das 80-20-Prinzip ist besonders wichtig, wenn man über
über beschränkte Ressourcen verfügt. Ja. Use the 80-20 rule to assess the relative value of elements, target areas of refactoring and optimization and focus resources in efficient manner. Wir haben immer bloß beschränkte Ressourcen, sei es Mitarbeiter oder Geld oder Zeit. Und wenn es uns gelingt, die entscheidenden 20% zu identifizieren, können wir die Ressourcen da, die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen, da am gewinnbringendsten einsetzen. Das nächste Produkt, das nächste Designprinzip, was ich hier vorstellen möchte, ist der Feature Creep. Das ist eher ein Anti-Pattern. Und der wird gerne verwandt mit diesem Schiff. Das ist die Vasa. Ja. Die Vasa wurde 1628, wurde die Vasa gebaut und sollte der Stolz der schwedischen Flotte sein. Ne. Sie sollte Angst in die Herzen der Gegner von Schweden bringen und sollte König Gustav Adolf den Krieg, den er damals führte, gegen Polen, Litauen gewinnen. Also es wurde das neue, das geplante Flaggschiff der polnischen Flotte. Das Problem ist, es ist nach 1300 Metern gesunken auf der Jungfernfahrt, und zwar vor den Augen von entsetzten Zuschauern und hat 30 Leuten mit in den Tod gerissen. Mittlerweile gibt es in Stockholm ein wirklich beeindruckendes Museum, wo das Wrack ausgestellt und restauriert wurde. Und die Vasa gilt zumindest nun als Goldstandard für geborgene Schiffwracks, ja, und die Präsentation da. Das Gerücht geht, dass König Gustav Adolf nach Beginn des Baus angefangen hat, extra Kanonendecks und Verzierungen zu bestellen und hat damit die Stabilität des Designs gefährdet. Leider ist es so, dass es dafür keinen geschichtlich oder historisch belegten Beweis gibt, dass das wirklich so passiert ist. Sonst könnte man sich hinstellen und sagen, Feature Creep literally sank the boat. Aber die Geschichte ist sehr schön. So, für Software-Systeme gibt es Savinsky's Law. Jamie Savinsky war einer der entscheidenden Entwickler von Mozilla und vorher X-Emacs. Und ist jetzt, glaube ich, Nachtclubbesitzer in San Francisco. Every program attempts to expand until it can read a mail. Those programs which cannot so expand are replaced by ones which can. Das heißt, jedes erfolgreiche Programm wird Druck ausgesetzt, in ein Toolkit oder eine Applikationsplattform sich zu entwickeln. Die Mail-Geschichte ist bloß ein Seiteneffekt. Ja. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, gibt es da einige, die wir alle kennen. Eine zum Beispiel ist der Emacs oder das lange Warten auf eine Programmiersprache, auf die wir uns alle sehr gefreut haben und die dann irgendwie 20 Jahre zu spät kam, oder 15 Jahre zu spät, Perl 6, könnte man dem Feature Creep zuschreiben. Feature Creep ist einer der Hauptgründe, warum Kosten und Zeitbudgets überzogen werden in Projekten und in Software. Ich habe das selbst erlebt, dass relativ schnell Fragen kamen in unserem Open-Source-Projekt, ob wir nicht doch das als Framework ausbauen könnten und man sich das selbst zusammenstöpseln kann. Und da waren wir hart und haben gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir bauen kein Framework, sondern wir machen weiter ein Produkt. So, Features werden nämlich eigentlich nur hinzugefügt, kaum entfernt. Und Es gibt merkwürdigerweise, dass die Idee, dass mehr besser ist, more viel hilft viel, wie die Hausfrau sagt. Und was kann man dagegen tun? Man kann sich überlegen, dass jedes Feature auf jeden Fall an einen Benutzer oder Kunden Use Case gebunden ist. Es ist eine gute Idee, Checkpoints einzuführen, Milestones, nach denen keine neuen Features mehr hinzugefügt werden. So, das nächste Designprinzip, das ich hier vorstellen möchte, ist KISS.
Das war das erste Album, was ich von meinem Taschengeld gekauft habe. Das war großartig. Ja. Das irgendwie vier maskierte Männer, die Rock'n'Roll gespielt haben. Und der eine konnte sogar Blut spucken. Das war ganz toll. Und ich habe das jetzt im Zuge meines Vortrags habe ich das nochmal angehört und muss sagen, ich muss meinen Eltern dankbar sein, dass sie so viel Nachsicht mit mir hatten. Das war ganz fürchterlich. KISS steht natürlich für Keep It Simple Stupid. Und das leider wieder ein sehr militaristischer Ansatz, aber ein sehr militaristisches Bild, aber das Design oder das Produktdesign, was mit diesem Designprinzip erfunden wird, ist die AK-47 Kalaschnikow. Das ist 47 von Michael Kalaschnikow designt worden, verfügt bloß über 8 wirkliche Teile und ist irgendwie leicht zu pflegen von gering qualifizierten Personal in, wie man so schön sagt, in Einsatzsituationen. Wahrscheinlich die Kleinwaffe, die Schuld an dem Tod der meisten Menschen des 20. Jahrhunderts ist. Und die Lehre, die man daraus ziehen kann, ist, dass eine einfache Lösung besser ist als eine komplexe, auch wenn sie dämlich aussieht. Ja? Mein Lieblingsein, wo ich das Prinzip quasi Hochform sehe, sind Lisp und Go. Ja, Go wurde als Sprache entwickelt von Google oder von Pike bei Google. Und unter der Prämisse, dass die Sprachspezifikation in den Kopf eines Entwicklers passen soll. Das heißt, dass man nicht irgendwie nachgucken muss, wie war denn sowas mal, sondern das wirklich im Kopf haben kann. Sie sollte extrem schnell aufnehmbar sein, weil Google das Problem hat, sie haben irgendwie einen hohen Durchsatz an Entwicklern. Es gehen ständig welche, es kommen neue. Sie müssen in der Lage sein, schnell im Projekt von denen sich hin und her springen, up to speed zu sein und produktiv mitwirken zu können. Es gibt quasi eine ganze Problemklassifikation oder Diskussionsklassifikation von Go fällt von Problemen, die wir aus Diskussionen über Programmieren gesprochen kennen, fällt bei Go einfach weg. Es gibt keine Bike-Shedding-Diskussion, wie viel Tabs man jetzt benutzen soll oder wie viel Space oder Spaces oder 3 oder 4 oder wo jetzt die Klammer hingehört. Es gibt irgendwie Go-Format, das ist die kanonische Format für Go und so haben gefälligst Go-Programme auszusehen. Ja. Features werden nur hinzugefügt, wenn sie der Sprache was bringen. So, also wenn sie tatsächlich im Sinne von was wirklich Einzigartiges der Sprache hinzufügen. Sie reden in dem Fall von der Feature-Orthogonalität. Und es gibt dieses Zitat von Rob Pike, dass es ein wenig Kopieren besser ist als Dependency Management. Das heißt, Abhängigkeiten werden nicht irgendwie geladen, sondern werden einfach mitkompiliert. Und wie kommt man dazu, wie kriegt man seine Entscheidung, sein Design möglichst einfach? Ein weiteres Designprinzip ist Occam's Razor. Die Anwendung von Occam's Razor ist hervorragend geeignet, um Designs simpel zu bekommen. Die Anwendung von Occam's Razor. Applying Occam's Razor is a good method to achieve simplicity. Das Theorem wurde von einem Mönch im 13. oder 14. Jahrhundert, ich bin nicht ganz sicher, postuliert. Ja. Among competing hypotheses, the one with the fewest assumptions should be selected. Man kann es nicht ganz wortgetreu übersetzen. The simplest solution is most likely the correct solution. Und wenn man sich das als Leitbild setzt, dann ist das Ergebnis meistens relativ einfach. Es gibt die Einstein zugeschriebene Zitat: Everything is simple as possible, but not simpler. Also es kann auch man kann es auch verdummen. Ja. Ein Lieblingsbeispiel dafür sind DLSRs, also Spiegelreflexkameras und Mobiltelefonkameras. Es gibt quasi kaum noch haben Leute kleine Taschenkameras, diese Klicks in der Tasche, weil die Mobiltelefonkameras hervorragend funktionieren. Also ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal in einer Ritterrad-Klick unterwegs war.
aber es gibt sie halt auch noch, die Schlachtschiffe, die Spiegelreflexkameras, die ein anderes Benutzerprofil haben und deswegen in der Bedienung natürlich komplett anders sind und viel komplexer als so eine Mobiltelefonkamera. Ja, das kann man auch Go vorhalten. Könnt ihr das lesen? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem zustimme. Ja, also ich bin mir bei Go noch nicht, habe mir da noch keine abschließende Meinung gebildet. Ich fand auf jeden Fall diesen poorly drawn lines Comic oder Covered Poorly Drawn Lines Comic sehr sympathisch. So, das letzte, und da bin ich jetzt tatsächlich ein bisschen schnell, das letzte Designprinzip ist Form Follows Function. Form Follows Function ist der, kommt zum ersten Mal vor in einem Zitat von Louis Sullivan, Form ever follows function and this is the law, where the function does not change, form does not change. Louis Sullivan war einer der großen Architekten der Prairie School of Architecture in Chicago, Anfang des letzten Jahrhunderts wieder. Es wird gemunkelt, er wäre der Ideengeber für diesen Architekten in Ayn Rand's The Fountainhead, das unsägliche Buch. Das ist aber nicht ganz klar. In Deutschland ist Form Follows Function bekannter durch das Bauhaus. Die im Anfang des 20. Jahrhunderts die das Produktdesign revolutioniert haben durch Verwendung moderner Technologien und Werkstoffe, gegründet von dem Architekten auch, ja, wobei Architekt vielleicht ein bisschen zu kurzgreifend ist, Walter Gropius. Und Form Follows Function ist der Schlachtruf der Modernisten. Ja. Und wenn man das präskriptiv beschreiben möchte, focus on function first, only second on form. Das heißt, immer zuerst auf die Funktionalität achten, erst beim zweiten auf die Form. Das beschreiben könnte man sagen, beauty arises from purity of function. Das heißt, die Schönheit entsteht aus der Reinheit der Funktion. Es gibt, wie das immer so ist, ja, es gibt natürlich nicht does not apply in every case, but following it usually leads to superior design. Also natürlich gibt es immer Gründe, sich dem anders zu widmen. Aber wenn man dem folgt, führt das üblicherweise hervorragenden Designergebnissen. So, wenn wir jetzt die Function eines Software-Systems begreifen, als das, da fehlt der Prozess, als der Business-Prozess, sorry, gerade noch geändert, die Folie. Wenn wir jetzt die Funktion eines Software-Systems begreifen als den Business-Prozess, den es ausführt, dann sollte die Form der Software, die Architektur, von ihm definiert werden, vom Geschäftsprozess, nicht den anderen Weg, nicht die andere Seite, nicht umgekehrt, wie man auf Deutsch sagt. Das ist das Bauhausmuseum in Berlin, das Bauhausarchiv. Wenn ihr mal da seid, unbedingt, also kann ich das als unbedingte Museumsempfehlung aussprechen. Frameworks sollte man nicht benutzen, bloß um sie zu benutzen. Ja, also man könnte sogar weitergehen und sagen, vielleicht ist es eine gute Idee, erstmal mit der Problemdomäne anzufangen, bevor man sich für die Datenbank entscheidet. Ja. Try Domain-Driven Approach. Domain-Driven Design, das Buch, ja, ist ein hervorragendes Hilfsmittel, um die Form der Funktion folgen zu lassen. Work in small increments and validate that the form still follows function at every step. Stellt sicher, dass ihr in kleinen Inkrementen arbeitet und die Form immer noch der Funktion folgt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann scheut euch nicht zu refaktorieren. Und jetzt bin ich so schnell da durchgerast, dass ich jetzt fertig bin. Habt ihr Fragen?
Also ich habe erstmal eine Frage und dann vielleicht von zwei Anmerkungen. Erstens, würdest du sagen, die sind alle orthogonal, diese Designprinzipien, und die alle axiomatisch folgen? Die Frage ist, ob die Designprinzipien orthogonal sind und ob man sie alle axiomatisch befolgen kann. Die Antwort, ich habe da nie drüber nachgedacht. Tatsächlich ist das eher, bin ich da eher beschreibend rangegangen. Also wenn ich Sachen, die ich gesehen habe, wo ich der Meinung war, hier ist ein Designprinzip im Werk, und nicht, jetzt setze ich diese drei ein und das nicht. Ja. Wenn du, also wenn das mit deinem Benutzer oder deinem Kunden machbar ist, das ist eine sehr gute Idee. Also tatsächlich ist es so, es gibt dieses Finesse-Framework von auch von Robert C. Martin, dieses Testing-Framework. Die haben irgendwann den Datenbankspeicher wieder ausgebaut, weil das halt niemand benutzt hat. Also wenn das geht, ist es eine hervorragende Idee. Bloß ist halt sehr, sehr schwer. Es ist immer schwerer, Leuten was wegzunehmen, als es ihnen gar nicht erst zu geben. Also, genau. Okay. Ja, nehme ich mit. Okay, danke.